Vorsichtig. Ja. Also, wenn man mich so empfangen würde, wäre ich gerührt. Mutti weint sowieso immer, wenn sie aus dem Urlaub zurückkommt. Na logisch, denn jetzt geht der Stress mit dir wieder los. Das kann ja gar nicht sein. Ich bin die meiste Zeit im Internat. Aber doch nicht jetzt während der Ferien. Ach Tim, schaust du mal bitte an, wie das aussieht. Ja, sieht gut aus. Aber das Schild hängt schief. So in Ordnung? Ja. Kommt mal her. Was ist denn so? Werden wir nie fertig. Ich dachte immer, das hier wäre eine feine Gegend. Ist sie auch. Und was macht der Typ da? Wo? Na, da am Auto. Ist das nicht Franco Leppich? Ja, natürlich. Den hat mein Vater schon ein Dutzend Mal verhört. Aber ihm ist nie etwas nachzuweisen. Der wohnt nicht hier. Der wartet auf seine Braut, das sieht man doch. Weil er mit ihr ins Kino will, vermutlich. Um sich einen Mafia-Film anzusehen. Was? Vermutlich. Also wenn hier wirklich seine Braut wohnt, dann ist das keine feine Gegend. Wann kommen denn deine Eltern wieder? Die wollten eigentlich schon hier sein. Sind sie geflogen? Nein, du weißt doch, dass wir so einen schnellen Wagen haben. Dann decken wir jetzt erst den Tisch fertig. Ja. So, Küsschen, jetzt gib mir mal die Torte. Als ob ich die nicht allein tragen könnte. Tragen kannst du sie schon, aber beherrschen kannst du dich wohl nicht. Nichts da, die trage ich jetzt hin. Die Kaffeemaschine stellen wir erst an, wenn die kommen. Kaffee muss frisch sein. Da kommen sie ja. Hallo. Hallo. Mein Junge. Hallo. Hallo. Mensch, dass ich Hallo, dich Mutti. Wieder habe. Oh. Na, Klößchen, wie ging's dir denn so als Vollweise, du? Dünn geworden. Abgenommen hat er. Hat er? Die Beine sehen ja toll erholt aus. Italien macht's möglich. Ja, hey. Italienische Sonnenbräune gehörten mal mit zu den Besten. Kriegen wir heute noch Staatsbesuch? In meinem Terminkalender steht nichts. Das haben wir für euch gemacht. Ei. Die Jungs haben den Teppich geknüpft. Und Gabi hat eine Torte gebacken. Sag mal, der Teppich kommt mir doch bekannt vor. Vor unserer Abreise lag der im Hobbyraum. Na, den lassen wir hier liegen. Hier kommt der viel besser zur Geltung. So, jetzt aber rein. Ich hab Appetit auf Torte. Du, Klößchen, schließ den Wagen. Ja. Du gemacht, die sieht ja aus wie gekauft. Das ist wirklich von mir selbst gebacken. Toll. Kann Gabi. Mhm. Weißt du noch, unsere letzte Torte? Nein. Mailand. War eine Schokoladentorte mit Himbeercreme. Himbeercreme. Ja. Naja, die war köstlich. War sogar so köstlich, dass ich den Taschendieb nicht gemerkt habe. Der hat mich regelrecht ausgeplündert, der Kerl. Was? Taschendieb, ausgeplündert. Ja, Mailand. Papi, dein Autoschlüssel. Ja, danke. Aber die Torte ist besser. Viel besser. Ich verstehe heute noch nicht, wie ausgerechnet dir sowas passieren konnte. Wieso denn nicht? Ich weiß auch gar nichts. Überhaupt nichts. Ich weiß nur eins. Vor der Torte, da hatte ich noch mein Portemonnaie, ich hatte noch meinen Autoschlüssel und alles, was ich in der Tasche hatte. Danach, als ich zahlen wollte, alles weg. Kannst du dir das vorstellen? Unser Jaguar? Aber draußen steht er doch. Papi, hast du auf die Schnelle einen neuen gekauft? In der gleichen Farbe? Nee. Nee. Erna, ne? Er wäre zu Fuß über die Alpen gekrochen. Wie einstmals Hannibal. Der war auch nicht gut zu Fuß. Aber er hat in weiser Voraussicht Elefanten mitgenommen. Die Vorläufer der Fernlastzüge. Wie haben Sie eigentlich Ihren Wagen zurückbekommen? Ui, also zuerst waren wir natürlich geschafft. Ne? Meine Wagen weg, Geld weg und so. Das drückt die Ferienstimmung. Aber dann sind wir zur Polizei gegangen, haben Anzeige erstattet, dann zurück ins Hotel, haben uns mal ausgeschlafen, ausgeweint. Ja, was soll ich euch sagen, am nächsten Morgen? Man glaubt das ja alles gar nicht, ne? Am nächsten Morgen steht mein Jaguar unten vor der Hoteltür. Zwar im Parkverbot, aber immerhin.
Der war da. Die Schlüssel und das natürlich leere Portemonnaie lag im Handschuhfach. Wir vermuten, dass der Wagen unserem Dieb eine Nummer zu groß und zu auffällig war. Nicht deswegen hat er ihn zurückgegeben. Und der Wagen ist kein bisschen kaputt? Kein bisschen ist er kaputt. Ach, da fällt mir ein. Ihr wolltet mir eine Auswahl italienischer Süßigkeiten mitbringen. So 10 bis 15 Kilo. Ach so, ja. Ach, weißt du, in der ganzen Hektik haben wir das vollkommen vergessen. Oh, Mutti, sag schon. Ihr habt dran gedacht, nicht? Also los, dann holt doch mal die Geschenke aus dem Wagen, hier. Und bringt bei der Gelegenheit gleich das Gepäck mit. Los, komm. Und jetzt holen wir mal eine Süßigkeit. Mein Schlüssel, der Wagen ist weg. Papiere, bitte. Na, haben Sie mich endlich erwischt? Uns entkommt keiner. Bitte auch den Kfz-Schein. Ist das eine Trockenübung für eine Schleppnetzfahndung? Oder suchen Sie wirklich jemand? Auf dem Rathausplatz ist eine Bombe explodiert. Das Wiener Café brennt. Himmels Willen, da bin ich doch Stammgast. Vielen Dank. Sie können weiterfahren. Super. Wir haben deinen Vater angerufen, Gabi. Alle Streifenwagen werden verständigt. Mehr können Sie jetzt auch gar nicht tun. Entscheidend ist nur, dass der Jaguar noch auf der Straße ist und nicht in irgendeiner Garage rumsteht. Meinst du eine bestimmte Garage damit? Habt ihr nicht bemerkt? Leppich und sein Auto sind weg. Mhm. Und noch ein Typ saß dran. Das muss Friese oder Schwitter gewesen sein. Woher weißt du das? Mensch, du warst doch dabei, als Gabis Vater uns die drei Typen gezeigt hat. Leppich, Friese und Schwittai, das sind 30 Jahre Knast. Aber auf Schwittai entfallen dann nur ein paar Monate. Der ist gar nicht so übel, der ist nur schwach. Irgendwann ist er auf die schiefe Bahn geraten und jetzt lassen Leppich und Friese nicht mehr aus den Fängen. Also das ist nun wirklich sein Bier. Wir wollen ja nur den Jaguar wieder haben. Friese hat eine Kfz-Werkstatt an der Bramfelder Chaussee. Vielleicht werden die geklauten Autos dort umfrisiert und umgespritzt. Vielleicht? Ganz bestimmt sogar. Worauf warten wir noch? Okay. Wehe, die haben meine Süßigkeiten gefressen. Mutti, wir fahren mal rasch in die Stadt. Scheiße. Geschafft. Wieso hast du nicht auf der Straße gewendet? Damit die Bullen auf mich feuern? Die sind doch nicht blöd. Also ich begreife überhaupt nicht, weshalb die so schnell hier sind. Und so ein Aufwand. Nee, das gilt nicht uns. Das kann gar nicht uns gelten. Das kommt doch zeitlich gar nicht hin. Vielleicht hat irgendeine Bank ausgeraubt. Oder im Ministerium Blumen geklaut. Aber den erwischen sie nicht. Aber mich hätten sie beinahe geschafft. Und der Jaguar? Den holen wir später. Die kennen mich hier in der Tankstelle. Den lassen wir erst mal waschen. Mensch, Knöschen, da ist ja euer Jaguar. Guten Tag. Tag. Papiere, bitte. Aber gerne. Danke. Gute Fahrt. Schönen Dank. Wer uns beobachtet, muss denken, wir sind abartig. Wieso? Gestern sind die Ferien angebrochen und wir hängen hier immer noch rum, als könnten wir uns von der Penne nicht trennen. Das ist doch nur, weil ich noch mein Zelt und mein Boot ausprobieren will, bevor ich an die Ostsee fahre. Das müssen wir jedem sagen, der uns sieht. Anders ist mir das peinlich. Du hast vielleicht Probleme. Denk doch mal lieber über euren Jaguar nach. Der ist wieder da. Aber er wirft Fragen auf. Du hast recht, Karl.
Dass der Wagen zweimal gestohlen wurde, hat was zu bedeuten. Und vor allem, der hiesige Dieb hat den Wagen weder aufgebrochen noch kurz geschlossen. Sondern, und das ist das Entscheidende, einen Schlüssel benutzt. Ja, ich habe mir das so gedacht. Der Mailänder Autodieb hat Klöß dem Vater die Schlüssel gestohlen, Abdrücke gemacht und Zweitschlüssel angefertigt, damit der hiesige Autodieb die benutzen kann. Dann besteht also ein enger Zusammenhang zwischen dem Mailänder und dem hiesigen Autodiebstahl. Alles Mafia, hier wie dort. Hör mit deiner Mafia auf. Du willst doch der Wahrheit nur nicht ins Auge blicken. Ja, sag du mal deiner Wahrheit, sie soll mal für einen Moment die Augen zumachen. Dann können wir in Ruhe überlegen. Hast du mit deinem Vater gesprochen? Ja, ich habe ihn nach Leppich und Friese gefragt. Und? Als Autodiebe sind sie bisher noch nicht in Erscheinung getreten. Es besteht der Verdacht aber, dass sie dealen. Mhm. Rauschgifthändler? Dann haben die unseren Wagen gar nicht geklaut. Dann waren das andere. Im Gegenteil. Wir liegen goldrichtig. Jetzt habe ich den Knackpunkt. Der Autodiebstahl, Leute, ist gar kein Diebstahl. Man hat den Jaguar missbraucht, um Rauschgift einzuschmuggeln. Spinnst du? Dazu würden sich meine Eltern nie hergeben. Begreif doch. Sie wissen von nichts. Sie haben null Ahnung. Der Jaguar wird in Mailand geklaut. Die Rauschgifthändler verstecken das Rauschgift im Wagen und geben ihn zurück. Und unterschieben so ihre Todesfracht ehrlichen Reisenden, die davon nichts ahnen. Je ehrlicher und vertrauenswürdiger, umso besser. Denn Leute wie deine Eltern, Klößchen, verdächtigt man nicht. Deine Eltern fahren los und bringen so das Zeug über die Grenze. Und nun? Haben Leppich und Konsorten das Rauschgift? Oder ist es noch im Jaguar? Es ist noch drin. Und deine Begründung? Wenn das Rauschgift in einem leicht zugänglichen Versteck wäre, hätten es Klößchens Eltern zufällig finden können. Außerdem wäre es dann nicht nötig gewesen, den Wagen hier nochmal zu klauen. Man hätte es einfach so rausnehmen können. Aber sie haben ihn geklaut, weil sie Zeit brauchen, um an das Versteck zu kommen. Doch diese Zeit hatten sie nicht. Denn wegen der Straßensperre mussten sie den Wagen stehen lassen. Genau. Na, Klößchen, Ostereier suchen ist leichter, was? Die finde ich alle, besonders die mit der Schokolade. Also, die üblichen Verstecke haben wir durch. Jetzt brauchen wir einen Schweißbrenner. Dann haut uns mein Vater den Hintern voll. Vielleicht irren wir uns. Und es ist gar nichts versteckt worden. Das könnte man leicht feststellen. Wenn sich niemand mehr für den Wagen interessiert, dann ist mit uns die Fantasie durchgegangen. Aber das glaube ich nicht. Ich wette, Leppich kommt zurück und versucht es nochmal. Das ist meine Wolldecke, in der wickel ich mich ein, wenn ich auf weiten Fahrten dabei bin. Das ist wie im Bett. Und du schnarchst deinen Eltern was vor? Ich schnarche nie. Klößchen. Als dein Budenkamerad bin ich da wirklich anderer Meinung. Also was machen wir denn jetzt? Bewachen wir den Wagen oder nicht? Na klar, aber es wäre doch blöde, wenn wir hier zu viert rumhocken würden. Ich fahr zu Frieses Werkstatt. Leppich ist wahrscheinlich auch da. Wenn ich die beiden beschatte, weiß ich, was los ist. Dann fahre ich zu Schwittein. Was? Warum denn nicht? Ich sagte doch, der ist gar nicht so übel. Außerdem kennt er mich. Vielleicht kann ich ihn aushorchen. Das ist viel zu gefährlich. Überhaupt nicht. Schwitter ist harmlos. Gefährlich sind die beiden anderen. Aber es wäre doch trotzdem besser, wenn ich mitkommen würde. Nein, ich will auch mal was alleine machen. Naja, also gut. Ihr beiden bewacht den Jaguar. Einer bleibt hier, der andere geht hinters Haus. Ich übernehme den gefährlichen Teil. Nämlich hier. Bestimmt wegen deiner Kuscheldecke. Vielleicht findest du ja auch noch dein Teddy. Also, wenn was ist, ich bin hinterm Haus. Ja.
Herr Schwittheil. Was haben Sie denn gemacht? Grüß dich, Gabi. Kommst du zum Fotografieren? Das auch. Na, dann erst mal rein mit dir. Es wird noch ein paar Monate dauern, bis ich wieder ohne Krücken gehen kann. Ich hatte einen Motorradunfall. Kein eigenes Verschulden, aber danach fragen die Knochen nicht, weißt du? Ich wünsche Ihnen, dass Sie bald wieder gesund werden. Weißt du was? Ich war drauf und dran, deinen Vater anzurufen. Wirklich? Bestimmt hätte er sich gefreut. Ich weiß nicht. Kommissar Glockner ist zwar dafür bekannt, dass er keinen in die Pfanne haut, aber ach, lassen wir das. So. Und jetzt Cheese. Sie können jederzeit mit ihm reden. Erst gestern hat er zu mir gesagt, um den Schwittheil ist es schade. Warum gibt er sich mit Typen wie Leppich und Frese ab? Das hat mein Vater gesagt. Und ich finde, er hat recht. Vielleicht brauche ich seine Hilfe. Wegen Leppich und Frese? Ich will aussteigen. Ich will da nicht mehr mitmachen. Aber ich weiß zu viel. Und jetzt haben sie mich bedroht. Entweder ich bleib dabei oder Sie schlagen mich ganz zum Krüppel. Das haben Sie gesagt. Dazu wird es nicht kommen. Mein Vater hilft Ihnen. Sie handeln mit Rauschgift. Sie verkaufen Heroin, sogar an Jugendliche. Gerade jetzt erwarten Sie eine fette Sendung aus Mailand. Auf ganz raffinierte Art und Weise wird das Zeug über die Grenze geschafft. Versteckt in einem fremden Auto, nicht wahr? Die Polizei kennt den Trick, ich weiß. Trotzdem gelingt er immer wieder. Besonders zur Urlaubszeit. Da sind die Zöllner natürlich völlig überfordert. Wissen Sie auch, wessen Wagen benutzt wird? Ich weiß nur, um was für ein Modell es sich handelt. Um einen Jaguar, oder? Woher weißt du das? Meine Freunde und ich, wir sind Leppich und Frese auf der Spur. Vor denen brauchen Sie keine Angst mehr zu haben. Ja, leider irrst du dich, da kommt er. Jetzt bin ich geliefert. Ich habe eine Idee. Ist da ein Film drin? Ja, natürlich. Der wird Sie nicht anrühren. Und warum nicht? Locken Sie ihn ans Fenster, ich fotografiere ihn von draußen und bringe den Film zu meinem Vater. Hallo, Schwitter. Geht's wieder? Ich weiß, warum du kommst, Frese. Aber du wirst mich nicht anrühren, sonst kannst du dich gleich am Gefängnistor melden. So meinst du? Ich glaube, du täuschst dich. Bei deinem Unfall sind bestimmt noch ein paar Knochen übrig geblieben. Die kommen jetzt an die Reihe. Das glaubst du, aber ich habe dich eben fotografieren lassen, durchs Fenster. Den Film bringt Gabi Glockner, die Tochter von Kommissar Glockner, zur Polizei. Und wenn mir was zustößt, Frese, haben die Bullen dein Foto. Fällt dir nichts Dümmeres ein? Da, guck, da läuft sie. Spar dir die Mühe, du holst sie nicht mehr ein. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Wart's ab. Die beiden haben den Jaguar zu Frieses Werkstatt gebracht. Kommt sofort her. Verstanden, ich komme. Wenigstens bei dir hat's geklappt.
Mit Schwitter kriegen wir Ärger. Erzähl mir das nachher. Jetzt holen wir uns erstmal den Stoff raus und dann weg mit der Karre. Wie lange dauert denn das noch mit den Fotos, Papi? Die müssten gleich fertig sein. An und für sich sollte ich dir die Ohren langziehen, Gabi. Die hat mal wieder alles auf eigene Faust gemacht. Naja, und vielleicht ist es noch nicht so spät. Glockner? Ja, Taka Sauerlich. Was denn? Ihr Jaguar ist schon wieder verschwunden? Und Klößchen auch? Der liegt bestimmt im Wagen und pennt. Ja. Keine Sorge, Herr Sauerlich. Ich glaube, ich weiß, wo wir Klößchen finden. Ja, und Ihren Wagen auch. Gut, bis später dann. Tschüss. Hier, Gabi. Vergiss die Kamera nicht. Das war eine gute Idee von dir mit den Fotos. Ach, zu groß. Sonst wird's hier heiß. Hey, bist du wahnsinnig? Mach den Schweißbeutel aus. Hierher! Festnehmen. Wir wollten Sie nicht mit Halbhalten belästigen, Herr Glockner, sondern erst mal Klarheit schaffen. Und habt ihr den nun? Ja. Nach unseren Ermittlungen befindet sich eine größere Menge Rauschgift im Bauch des Jaguars. Wäre ich mal dabei gewesen, hätte es nicht passieren können. Man darf seine Eltern wirklich nicht eine Minute allein lassen.